Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft in Part 108 am, Moment, Mittwoch, dem 17. Dezember oder sowas müsste das jetzt sein. Und ja, weiter geht es hier in den Zangarmarschen und, naja, wie soll man das sagen? Das ist halt das Gebiet der Scherbenwelt. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch übergeleitet, aber ist mir egal. Ich wollte jetzt irgendwie einen Bezug zu Draenor herstellen. Ich meine, Draenor ist ja die frühere Scherbenwelt. Also, wo Draenor noch in Ordnung war, in Scherbenwelt ist das kaputte Draenor. Wo halt hier die brennende Legion ein bisschen Verwüstung, ja, angerichtet hat. Und ich wollte natürlich auch noch ein paar Pflanzen pflücken. Denn ich sollte nicht vergessen, Alchemie natürlich auch noch weiterzumachen. Oder Kräuterkunde auch noch ein bisschen. Das ist natürlich nicht so ganz von der Hand zu weisen, da ich das auch noch brauche. Ist natürlich dann nicht schlecht irgendwann mal. Ich überlege bloß doch mit einer, also mit irgendeiner Twink-Schurken, am besten mit The Francis, dann irgendwie noch Alchemie zu skillen, damit ich da noch ein bisschen was machen kann. Denn, ja, ist schon blöd ohne, ne? Das, ja, danke. Danke, danke, danke für deine blöde Aggro-Range. Aber gut, da kann man jetzt nochmal nichts dran rütteln. Ja, weil ich halt so gierig war und das unbedingt haben wollte. Also, was haben wir denn hier? Irgendwen Angriffspläne brauchen wir hier. Ja, jetzt lass mich ganz einfach in Ruhe. Lass mich hier in Ruhe. Danke. Schön, dass du geflohen bist. So. Und zwar WoD. Kam ja nun am 13.11. raus. Ich konnte es aber nicht zu Release spielen, da ich am 14.11. eine schriftliche Staatsprüfung unter Aufsicht von 4 Stunden hatte. Na gut, da habe ich dann am 15.11. zu meinem Geburtstag, habe ich damit ein bisschen angefangen zu leveln. Und am 16.11. habe ich dann durchgezogen. Am 16.11. habe ich dann wahrlich durchgezogen, das war unglaublich. Aber ich habe dann echt durchgezogen bis auf Level 100. Da habe ich zwar einen ganzen Tag lang gespielt, so ungefähr. Aber es ging. Zumal, naja, das davor, das Leveln, das war natürlich ein bisschen anstrengend, weil es noch sehr geleckt hat und so weiter und so weiter. Aber da komme ich nämlich auch auf etwas zu sprechen, wo ich denke, manche Leute sind einfach nur hirnverbrannt, dass sie sich an den Verbraucherschutz wenden. Ist doch mal sowas von asozial von denen. Und zwar, jetzt kommt erstmal das richtige Argument. Also, WoW hatte davor ungefähr 6 Millionen Spieler. Mit WoD waren es plötzlich 9 Millionen Spieler. Das heißt, dass ein Zuwachs von 50% stattgefunden hat. Und nicht wie manche im Video sagen 33%. Nein, es sind 50%. Also es kam die Hälfte an Spieler hinzu. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Hälfte dazu müssen die Server erstmal packen. Und wenn die Serverkapazität, ich meine, ich kann mir halt vorstellen, dass Blizzard dann auch irgendwann die Kapazitäten so auslegt, dass sie zwar einen kleinen Puffer haben, aber nicht, dass auf einmal 50% mehr wieder da sind. Also wahrscheinlich werden die das im Hintergrund haben, aber die werden das wahrscheinlich nicht gleich aktiv haben. Und deswegen mussten die das erstmal reaktivieren und was weiß ich alles. Ich kenne mich da mit der Serverstruktur und sowas nicht aus. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, aber das ist halt mal meine Überlegung. So, jetzt sind da aber 9 Millionen Spieler und alle wollen zur selben Zeit spielen. Gut, wenn die Login-Server auch nicht für die Masse ausgelegt sind, dann ist es natürlich klar, dass man auch mal 30 Minuten oder was weiß ich warten muss. Ich meine, was ist daran so unverständlich? Es ist doch ganz logisch, dass die Kapazitäten erstmal wieder angepasst werden müssen. Naja gut, es gab natürlich dann auch so einige Probleme mit der Garnison und so weiter und so weiter, aber meine Güte, jetzt funktioniert doch alles so, wie es soll. Das ist doch jetzt alles so, wie es soll. Und ich meine, da muss man natürlich Blizzard auch ein bisschen Zeit geben. Und ich meine, man muss es ja auch irgendwo so sehen. Ja, das stabilisiert sich ja alles. Manche kommen, manche gehen auch wieder. Also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, wer da wie viel spielt gerade oder wie viele da gerade WoW spielen. Ich bin einer von denen. Aber ja, ne, das heißt ja nicht, dass ich alle repräsentiere. Aber vom Verhalten her sollten mal einige ein Beispiel daran nehmen. So, jetzt muss ich nur mal Morlock in Dings da freigelassen. Wo finde ich denn hier einen Morlock? Oder Murloc, besser gesagt. Warte mal, ich bin doch hier richtig, ne? Ja, bin ich. So, dann muss hier irgendwo so ein Murloc sein. Ich hatte auch mal in Erinnerung, dass hier irgendwo einer rumstreunerte. Oder besser gesagt, gefangen war. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier die töten muss. Oder sowas.
Ob dann hier mal irgendwann einer kommt? Ich habe keine Ahnung. Naja gut, aber wie gesagt, das war halt erstmal, das Phasing war halt ein bisschen komisch, da einfach mal Dinge weggefaced sind. Wer ist das denn jetzt? Hallo? Geht's noch? Hörst du mal auf, mich zu betäuben? So, ich will doch nur einen Murloc nicht töten, sondern befreien. Ich will doch nur so einen komischen Murloc hier. Der sollte doch hier irgendwo laut Karte sein. Was ist das hier eigentlich für ein Symbol? Was ist das hier? Naja, auf jeden Fall, ich habe dann ordentlich durchgezogen, war dann Level 100, hab natürlich vergessen, die legendäre Ringquest anzunehmen, dann fing es erstmal an, Gear zu farmen für die Hero-Instanzen. Weil man nämlich erstmal mit 610 reinkommt, aber das Gear hatte ich noch nicht. Dann habe ich mir das mühsam zusammengefarmt und hatte immer noch nicht den Ring. Hast du natürlich, bedeutend schwerer gemacht, als es eigentlich war. Da war mal jetzt... Achso, warte mal. Platziert einen Murloc-Käfig. Achso. Gut, da haben wir es mal wieder. So, man sollte natürlich auch mal sich die Symbole rechts angucken und so weiter. Kannst du mir sagen, wie ich zwei Gifte auf meine Waffen bekomme? Bin seit 7 Jahren mal wieder online und danach macht er 2 drauf und dann wieder ersetzt er immer 1. Ich hab nur max 1 drauf, irgendwie komm ich nicht klar, gell? Okay. Das ist ganz einfach. Du hast ja den Reiter, sage ich mal, Gifte. Da kannst du das tödliche und das verkrüppelnde Gift drauf machen. Ups, so. Wundgift und genau. Wund und tödliches Gift sind ein und dieselbe, selbe Kategorie. Also wird immer 1 überschrieben. Warte mal, ich kann heute nicht mehr schreiben hier. Verkrüppelndes Gift. Ja, aber wenn ich auf Gifte klicke, castet er 1 und dann das andere darüber. Dadurch ersetzt er immer das andere. Eigentlich nicht. Warte mal. Wir helfen ihm jetzt. Das kriegen wir noch hin. Also. Bei mir ist es so, dass wenn ich auf Gifte klicke. Was? Wenn ich auf Gifte klicke, sich ein Reiter öffnet. Da sind mindestens 3 Gifte drin. So. So. Du musst dich also zwischen dem tödlichen Gift oder dem Gift entscheiden. Da na beide nicht gleichzeitig gehen. Du kannst aber tödliches Gift und krüppelndes Gift gleichzeitig auftragen. Ja, das hat sich zu damals drastisch verändert.
Ja, damals war das halt, da hast du. Warte mal, wie war denn das? Da hast du tödliches Gift und sofort wirkendes Gift drauf gemacht, zum Beispiel. Der erschien gerade kurz vor meinen Augen. Habt ihr das gesehen? Gern. So, ja, wie gesagt, das war ja damals mal grundlegend anders. Da ging das ja irgendwie mit den Kombinationen. Wie gesagt, bis Ende Kataklysm, da hast du ja wirklich auf die Mainhand-Waffe tödliches Gift gemacht und auf die andere das sofort wirkende Gift. Was dann zum Ziel hatte, dass die Offhand-Waffe eine langsamere sein sollte, da du mit ihr dann schneller zugeschlagen hast und dadurch besser das sofort wirkende Gift aufgetragen hast. Und wenn du 4 oder 5 Stacks drauf hattest, dann hattest du da irgendwie besseren Schaden gemacht und hast du nicht gesehen. Das hat sich ja mittlerweile wirklich geändert. Das haben die stark vereinfacht. Man braucht ja auch keine Reagenzien mehr. Und was sollte ich denn noch sagen? Das hier kann ich nicht herstellen. Irgendwie sieht's gerade mau aus in der Alchemie hier. Na gut, wie dem auch sei. Dann ist das gerade so. Mir fehlen hier Netherblüte. Ja, die fehlen mir halt irgendwo. Na gut, das ist ja jetzt aber auch irgendwie irrelevant. Und irgendwie ist meine Stoppuhr schon wieder stehen geblieben, weil die zweimal getriggert hat, obwohl ich nur einmal drauf gedrückt habe. Na gut. Ja, und dann bin ich halt Level 100 gewesen. Und, ja, ne? Was man dann halt so macht. Da haben wir schon Challenge-Modes ausprobiert. Und so weiter und so weiter. Hat doch wirklich Spaß gemacht. Aber es gibt so Innies, die sind echt zum, naja, Erbrechen. Da gibt es so echt Innies, wie zum Beispiel obere Schwarzfelsspitze. Ich finde die echt zum Erbrechen. Das ist richtig schlimm. Aber na gut, ja. Ich bin ja jetzt durch einige mal durch mit und ja, macht halt schon irgendwie Spaß. Also das kann man sagen. Macht schon irgendwie Laune, aber ich kann hier aber nichts gebrauchen. Dann nehmen wir doch ganz einfach, die geben mir Kupfer dazu. So, Kupferdach und, ach nee, das wollte ich nicht sagen. So, was hatte ich denn noch zu Draenor zu sagen? Wir haben ja schon hier Hochfels ein bisschen gemacht. Und ja, haben wir zuerst auf NHC gemacht, dann auf HC, da war ich aber leider bei einem Raid nicht dabei, weil ich dann halt auch unterwegs war. Und naja, gut. Dafür habe ich ein schönes Feuerwerk erlebt. Ich meine, ja, das ist natürlich auch mal was für sich. Jetzt muss ich nur da oben schon wieder hin und in andere Richtungen. Ach, das ist doch hier ein Hin- und Hergelaufe mit diesen Quests. Und im Allgemeinen, ne, ja, wie gesagt, der Start war ein bisschen holprig, aber man kann es verstehen. Aber an und für sich läuft alles. Und ich finde, die Garnison ist sowieso das Killer-Feature schlechthin. Also das macht ja auch wirklich Spaß. Und da muss man echt aufpassen. Also vor allem, wenn man jetzt für Prüfungen lernt, dass man sich doch mal einloggt, um in die Garnison zu gucken, ob das fertig ist. Dann holst du da Ressourcen ab, dann machst du das und dann kommt die Frage, hat jemand Lust auf HCs? Macht jemand dies? Macht jemand das? Und dann bist du ganz schnell im Spiel drin. Ja, und so schnell hörst du dann nicht. Habe ich es mich mal ein paar Tage sein lassen und dachte, naja, meine Garnison, die wird so oder so wachsen. Also da kann ich jetzt auch mal 2 Tage, 3 Tage nicht online sein. Das geht auch ohne. Ganz wunderbar. Da nun, wie gesagt, das Real Life da deutlich wichtiger war als alles andere. Aber na gut. Und jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür und da werde ich natürlich dann auch keine Parts bringen. Danach werden, denke ich mal, auch wieder welche kommen. Aber das muss ich halt sehen. Je nachdem, wie halt auch meine Zeit ist. Und ich habe ja gerade einige Projekte, die laufen. Und wie gesagt, es ist ein Zeitfresser hoch 10. Also, wenn du das alles so versuchst, ordentlich zu machen, da kommt schon einiges zusammen, was du da machst. Also, wie gesagt, das Rendern ist ja meistens das Schrecklichste. Vor allem jetzt mit den 60 FPS, wo alles nochmal ein bisschen länger dauert. Da, ja, ne? Das beansprucht den Rechner auch ordentlich. Ach so, das ist dieses Gift, was mich da betäubt. Ah, ich hab's verstanden. So, jetzt aber, ja, komm. Warum wird mir Anticipation nicht angezeigt? Ach so, warum wird's mir nicht angezeigt? Weil ich es natürlich noch nicht haben kann. Ich blöd, Mann. Das ist doch ein Level 90er Talent.
Deswegen kann man das auch noch nicht haben. Naja, gut, ne? Einmal gefailt, warum denn auch nicht? Ich könnte mit Cloak of Shadows, denke ich mal, das Gift umgehen, oder? Also Cloak of Shadows ist ja sowieso so eine Sache. In manchen CMs ist es richtig geil, wenn der Boss irgendeine Fähigkeit macht, die eigentlich töten sollte. Ja, ich bleib da mit Cloak of Shadows stehen und wenn ich weiß, okay, das wird gleich auflaufen, auslaufen und die Fähigkeit ist noch da, naja, machst du noch Finte. Ja, ne, bleibst du erstmal stehen und alles ist fein. Ja. Also in HC-Innis, da ist es sowieso zu gebrauchen. Da ist es wirklich sehr zu gebrauchen. Da macht das auch richtig Laune. Und ich habe ja nebenbei auch schon mal den Täuschungsschurken bis auf Level 96 gelevelt. Und da kriegst du eine Fähigkeit, die mal richtig geil ist. Und zwar für jedes getroffene Ziel von Dolchfächer kriegst du Kombo-Punkte. Und das ist mal richtig hardcore. Also, wenn du dann 5 Gegner hast, dann machst du mal ganz schnell 5 Kombo-Punkte, machst dann Blutroter Sturm und dann am besten noch eine Gesundung. Da kannst du dich erstmal richtig schön heilen. Also das macht auch schon richtig Laune. Wobei, Täuschung ist halt immer noch ein Problem für sich, da du deinen starken CP-Bilder, also deine starke Fähigkeit, die, glaube ich, Meucheln ironischerweise heißt, da musst du hinter dem Boss stehen. Okay, die haben jetzt das ein bisschen erweitert, diesen Radius. Also sind da ein bisschen toleranter, wo du stehen kannst, aber trotzdem. Du kannst ja nicht vor dem Boss stehen. Und wenn du mal gezwungen bist, vor dem Boss zu stehen, dann kannst du nur Blutsturz machen. Das macht natürlich auch Kombo-Punkte. Das ist richtig. Aber es macht eben nicht den Schaden. Du brauchst Blutsturz nur, um diesen Dot aufzubauen. Also um diesen Blutungsdot zu haben. Wodurch du ja auch Schaden machst. Du machst mit Blutung, Blutsturz auch schon ordentlichen Schaden. Weil das nun mal so die Mechanik beim Täuschungsschurken ist. Und das ist halt tricky, sage ich mal. Das ist wirklich sehr tricky, es zu spielen, weil du das wirklich sehr gut timen musst. Du musst es halt insofern gut timen, dass du mit Ambush, also Hinterhalt, ja, anfängst. So, du hast ein paar Sekunden, 12, 13 Sekunden und dann musst du, also wie habe ich es dann gespielt? Ich habe dann Schattentanz gemacht und dann habe ich erstmal, also bevor es ausläuft, Schattentanz, damit der erste Ambush auch den Buff noch macht. Also durch den Buff mehr Schaden macht, weil du dann, wie hieß denn das, tiefe Einsicht war es nicht, aber du hast dann so einen Debuff auf dem Gegner und der ignoriert halt zu 100% die Rüstung. Das ist natürlich enorm wichtig, den weitestgehend aufrecht zu erhalten, kann man ja verstehen. Je weniger Rüstung, das ist so wie das damalige Armor Penetration, das kann man dazu sagen. Das war ja auch richtig OP nach der Zeit. Also, da hast du auch als Krieger ordentlich Schaden rausgerümst, weil du einfach die Rüstung weitestgehend ignoriert hast. Oder das war für alle Klassen richtig, ja, OP dann. Also Rüstungsdurchschlag hieß das, deswegen Penetration. Aber na gut, wie dem auch sei. Und dann musst du das halt timen. Dann machst du erstmal in deinen Schattentanz ein paar Mal Ambush, 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 Ambush. Sofern du genügend Energie hast, dann nimmst du noch die Vorbereitung dazu. Nee, Quatsch, nicht Vorbereitung. Ach, wie hieß denn jetzt der Skill? Wo du 2 Kombo-Punkte aufbaust. Da musst du natürlich aufpassen, dass du keine 3 Kombo-Punkte hast. Oder nein, nicht mehr als 3 Kombo-Punkte, denn wenn du 3 Kombo-Punkte hast, wenn du 4 Kombo-Punkte hast, Mensch, jetzt kriege ich es auch langsam mal hin hier. Wenn du 4 Kombo-Punkte hast, ist das Problem, dass es nicht in die Anticipation, also reingeht. Also in die Vorbereitung. Nee, warte mal, in die. Oh, wie hieß denn jetzt der Skill? Mensch, bin ich jetzt blöd hier? Erwartung, so. So, was muss ich jetzt hier eigentlich noch machen? Ich muss hier noch irgendwelche Wächter muss ich doch noch töten, oder? Wartet mal. Auftragsmörder. Wo sind die Auftragsmörder? Ach so, das sind die im Stealth oder was? So, nee, die habe ich jetzt schon. Tar auf. Ja, findet er nicht. Okay, warte mal. Dann sollten wir mal aus dem Stealth raus. Vielleicht finden wir die Auftragsmörder, indem wir hier ein bisschen Dolch fächern. Da können wir sie vielleicht mal finden, wenn es denn gut geht. Oder wir lesen ganz einfach mal ganz kurz das Questlog.
So, was heißt es denn hier? Ihren Angriffen sind schon bliblablub. Handeln und so weiter. Ja, ne? Auftragsmörder. Die müssen hier irgendwo sein. Ja, aber auf jeden Fall. Das ist dann nicht so einfach. Also, wenn du das dann verlierst, dann ist es natürlich auch ein dicker Damage-Verlust. Deswegen kannst du, wenn es wirklich gut geht, mit denen richtig gut bursten. Mit den Täuschungsschurken. Und die sind auf 630er Niveau, zumindest laut Simcraft, die, also der stärkste Spec. Aber das ist natürlich immer relativ zu sehen. Das sind, wie gesagt, simulierte Kämpfe, die unter optimalsten Bedingungen stattfinden. Die, ja, die berücksichtigen meistens keine Target-Switches und sind auch meistens nur für bestimmte Specs ausgelegt, wo sie in der Theorie sagen, dass das der, also der beste Skill ist, wie zum Beispiel tödliche, ja, tödlicher Rausch. Wird gesagt, dass es das Beste ist, aber ich finde halt Tod von oben bisher doch noch besser. Und vielleicht könnte man für spezielle Burstphasen auch noch Schattenreflexion nehmen. Da könnte man nämlich, wenn man sich das aufgespart hat, beim Kampfschurken zumindest die Mordlust nutzen. Oder beim Täuschungsschurken könnte man das eventuell mit Schattentanz wunderbar kombinieren. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie groß der CD davon ist. Das sind 2 Minuten, also in der Theorie geht sich das wunderbar mit Schattentanz auf. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht noch den meisten Schaden herausbekommt. Und dass das im 630er Gearstand, oder beim 630er Gearstand den größtmöglichen Schaden macht. Wenn du zu 100% hinter dem Boss stehen kannst, sodass du immer Meuche nutzen kannst und nur Blutsturz machst, um den Dot aufrecht zu erhalten. Das ist eine ganz interessante Mechanik. Ich hatte bisher aber nie genügend Zeit, um das mal alles auszuprobieren. Zumal du, wenn du selber an einer Damage-Puppe stehst, das eh nicht so simulieren kannst. Das ist ja auch noch das Problem. Du hast, also du, das kannst du einfach nicht. Da du, wenn dann mit einem Raid da stehen müsstest, und ich nutze jetzt zum Beispiel auch Arcana Strom, weil das einfach mal 20 Energie so für laut zurückgibt. Einfach so. Ohne Versandkosten, ohne alles. So, und das macht, naja, gut, einen kleinen Schaden, aber immerhin, es macht Schaden. Aber hauptsächlich gibt es halt 20 Energie einfach mal so zurück. Und das ist natürlich schon mal sehr brauchbar. Wobei man natürlich sagen muss, also es ist wirklich, wenn du auf Horde spielst, finde ich das schon am besten. Da kommt für mich keine andere Rasse hinterher. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, Orks haben dann hier dieses Berserker-Zeugs und so weiter, aber weiß ich nicht. Ja, ich meine, die haben das schon angeglichen und und Blizzard wird das schon so machen, dass jede Klasse ungefähr gleich viel Schaden macht, aber die Kämpfe sind natürlich immer unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel den Butcher, also den Schlechter, Butcher, wird Butcher ausgesprochen eigentlich. Wenn ich mich jetzt an meine 6. Klasse zurückerinnere, wurde uns vom Englischlehrer gesagt, dass es Butcher ausgesprochen wird und nicht Butcher. Na gut. Und da ist es zum Beispiel so, dass du dann ja so einen Spalten, sag ich mal, abfangen musst. Und das kannst du aber optimal abfangen, um die Heiler zu entlasten beim Schurken mit Finte. So, Finte kostet jetzt aber auch schon mal 20 Energie. Klingt jetzt nicht viel, aber das spielt insofern eine Rolle, wenn du für einen gewissen Zeitpunkt X den gewünschten Schaden Y rausholen willst. Das heißt also, am Anfang ist ja der Energiereck sowieso noch nicht so stark, weil du noch nicht so viel Tempo hast, auch wenn ich schon voll auf Tempo gehe, du hast einfach noch nicht so viel Tempo, dass du das einfach ausgleichen kannst. Ich meine, im Endgame von Mist of Pandaria, da hat mich das auch nicht gestört, dass der Geschwindigkeitsschub 30 Energie gekostet hat, weil du pro Sekunde mal 18 Energie oder sowas wiederhergestellt hast, da war das egal. So, und jetzt ist es aber so, du stellst halt nur 13 bis 14 Energie pro Sekunde wieder her und diese 4 Energie, die machen's. Und wenn du jetzt aber noch Damage-CDs zünden musst, die Ressourcen kosten, vor allem
beim Schurken ist es nun mal die Energie und das ist nun mal diese Ressource, die so wichtig ist, um deine Styles durchzudrücken, dann ist es schon auffällig, dass da 2k DPS verloren gehen können. Das ist dann wirklich so. Das können 2k DPS sein, die dann da wirklich verloren gehen. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Wenn ich jetzt nur reinen Schaden machen könnte, wäre der wahrscheinlich auch höher. Oder ich bin, glaube ich, schon bei 17, noch was K. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt die Finte nicht drücken müsste, ginge da trotzdem noch mehr. Dessen bin ich mir wirklich sicher. Soweit kann ich mir das schon ausmalen. Und irgendwie... was sucht der eigentlich plötzlich hier? Warum bin ich hier in so ein Elite reingerannt? Geht's noch? Warum? Warum ist denn hier schon wieder einer? Und die beste Neuerung ist natürlich, das kann man nicht bestreiten, dass man die Kombo-Punkte einfach behält. Das ist so eine gute Neuerung und noch so bereichernd, die ist schon richtig gut. Und das ist natürlich auch wieder was, was zum bequemeren Spielen beiträgt. Und ich denke mal, der Part, der ist jetzt schon hier deutlich in der Überlänge. Aber ich wollte jetzt mal ein bisschen über Warlords of Draenor und ein bisschen über die Theorie des Schadenmachens philosophieren. Zumal ich ja im Raid, also laut SimCraft, gerade mit den schlechtesten Specs spiele. Also ich habe jetzt so irgendwas mit 6, 43, 45, keine Ahnung, und da verschiebt sich das Verhältnis langsam, aber derzeit wäre unter optimalsten Bedingungen eben Täuschung noch besser. Aber da ich Kampf einfach so gewöhnt bin, werde ich das auch beibehalten, weil das sowieso wieder besser wird mit steigendem Gear, mit besserem Tempo, da weiß ich, dass das einfach sich wieder bessern wird. Da, das kann ich jetzt schon prophezeien und ich bin nur gespannt, ob sich die Sekundärstats von der Priorität her ändern werden, da es jetzt zurzeit Tempo und Mehrfachschlag ist. Hätte fast noch Vielfachschlag gesagt. Aber naja, man wird sehen, was das Addon noch so bringt. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Und ja, da werden wir mal ein Auge drauf werfen, wie sich dann der Kampfschurke im Endgame wieder macht. Und wie gesagt, die. Ich finde es immer lustig, wenn es dann Leute gibt, die im World of Logs oder es gibt ja auch so eine neuere Seite, Warcraft Logs. Die soll, habe ich gehört, zumindest ein bisschen besser sein. Und da ist es dann immer, ja, da gäbe es einen Schurke, der macht 28k DPS. Und du machst nur 19. Naja, gut, jetzt muss man natürlich auch aufpassen, welches Gear hat er. Und wie lange war der Kampf? Und musste er zum Beispiel Damage-CDs, also hier Damage-Reduce-Zeugs ziehen? Was ich eher zum Beispiel musste. Und deswegen, da ist es halt schon die Frage, okay, wenn er natürlich durchbrezen kann und vielleicht aber auch noch ein besserer Spieler ist, ich meine, wenn er so einer Top-Gilde angehört, dann ist es ganz klar, der wird deutlich besser spielen als ich. So. Aber wie gesagt, das ist dann halt alles so relativ. Solange der Boss liegt, ist eh letztendlich alles in Ordnung, sage ich mal. Solange der Boss liegt, ist alles in Ordnung. Und das ist ja das Wichtigste. Ja, jetzt muss ich nur mal gucken. Okay, ich muss noch ein paar hiervon erledigen. Und dann haben wir diese Quest hier auch erledigt. Und dann sind wir kurz vorm nächsten Level. Ja, wenigstens schön, dass wir hier auch mal ein bisschen vorankommen. Und dann bin ich schon Stufe 67. Und mit Stufe 68 kann ich mich dann aufmachen. Da kann ich mich aufmachen in die neue, weite Welt. Ich weiß gar nicht. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Hatte ich eigentlich bis Level 60 in der alten Welt gequestet? Ich glaube nicht, oder? Hatte ich das gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das ist ja nun auch wirklich egal. Und die Frage, die noch kam, ist, ob ich auch noch Inisai. Also mit dem Char, der ist eigentlich gerade nur so zum Questen da. Dass ich hier einfach mal munter umherqueste und einfach das mache, wonach mir beliebt. Und das ist hier einfach das bequeme Questen, worauf ich einfach Bock habe. Das, ja, das ist halt für mich so ein entspanntes Let's Play auch. Und wenn es halt kommt, dann kommt's. Und wenn es halt mal nicht kommt, dann ja, kommt es halt mal nicht. Das ist halt nicht so, dass es mir keinen Spaß macht, aber manchmal ist es halt einfach, da hat man halt keine Lust. Das gibt's ja manchmal. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt jeden Tag dasselbe Essen essen, also euer Lieblingsessen, ihr hättet irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, weil ihr euch satt gegessen hättet daran. Weil
irgendwann die Geschmacksrezeptoren auch mal was anderes haben wollen. Das ist halt dann, denke ich mal, verständlich. Und dann werde ich hier meinen Charme mal ganz kurz parken und hoffe, dieser Part über ein bisschen, ja, WOD und, ja, Schaden und die Relation dazu hat euch gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play World of Warcraft, sieht man sich.